Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Dürr. Ich bin seit 2018 Markenbotschafter für Panasonic Lumix. Was erwartet Sie heute? Ja, wir sprechen über Lumix-Kameras, natürlich über die S1, die S1R, die G9 und die GX9. Und das im Zusammenhang mit den Bildern, die ich alltäglich erstelle, auf Workshops für Kunden, auf Reisen und so weiter. Bevor wir beginnen, braucht es ein bisschen Historie. Und zwar aus der Tatsache heraus, dass ich sehr spät zur Fotografie gekommen bin und früher ein anderes quasi Leben hatte, in dem ich zwar auch schon viel mit Fotografie zu tun hatte, aber eben nicht hinter der Kamera, sondern mehr daneben, wenn man das so sagen will. Gut, dann fangen wir an. Der ganze Vortrag wird ca. 45 Minuten dauern. Und ich gebe Ihnen zu den Bildern, die Sie sehen, Erläuterungen und natürlich auch zu den verwendeten Kameramodellen. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, dies ist ein Selbstporträt. Das ist Anfang 2018 geschossen worden mit einer G9 und zwar im Studio mit einer Lichtquelle, einem Blitz und einem Fernauslöser quasi, dem über das Handy ausgelöst worden ist, die Kamera. Lumix-Kameras haben diese Möglichkeit über eine App gesteuert oder beziehungsweise angesteuert zu werden. Gut, jetzt wissen Sie auch, mit wem Sie es zu tun haben und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Das hatte ich schon erwähnt, es geht um die History und zwar um die Bereiche, in denen ich davor gearbeitet habe, bevor ich Fotograf geworden bin. Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich habe Grafikdesign studiert und kam dann quasi sehr spät über Umwegen zur Fotografie. Und Anfang 2014, kann man sagen, habe ich das erste Mal so richtig ernsthaft mich mit der Porträtfotografie auseinandergesetzt. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine besonderen Bestrebungen, das Ganze mal zu einem Beruf zu machen, aber darüber vielleicht später noch mehr. Was Sie hier sehen, ist, das sind quasi Visualisierungen, das sind 3D-Renderings, die im Computer entstanden sind. Ich habe mich viele Jahre mit Visualisierung beschäftigt, nicht nur im Bereich Produktvisualisierung, auch für Werbeagenturen, für Computerspiele und dann auch für Spezialeffekte im Fernsehen, bis zu dem Zeitpunkt, dem entscheidenden Zeitpunkt, dass ich einen amerikanischen Fotografen getroffen habe durch einen Visualisierungsjob, der mich dann zur Fotografie gebracht hat. Gut. Hier sehen Sie zum Beispiel auch noch ein Beispiel meiner ursprünglichen Arbeit. Das ist jetzt hier für Renault und für Bose gewesen. Unter den Autos sehen Sie auf der linken Seite ein Klavier und auf der rechten Seite sehen Sie Drums, Percussions. Das ist alles im Rechner entstanden. Das sind alles virtuelle Objekte von mir konstruiert im Rechner und dann von einer Agentur bearbeitet in Photoshop und eingefügt. Auch das hier ein sehr, sehr interessantes Projekt, damals mit dem Hamburger Fotografen Jan Steinhilber und für Honda. Das ging darum, um eine Honda Hornet ein bisschen markanter darzustellen. Und was liegt da näher, als dass man die Hornet mit Hornissen bevölkert? Ja, das war gar nicht so einfach, weil diese Tiere lassen sich ja nicht trainieren. Und Sie sehen hier quasi oben rechts, das sind die Hornissen, die im Rechner von mir gebaut wurden. Und unten sehen Sie ein sogenanntes Stand-in-Model. Dieses Model wird benutzt, um die Hornissen auf dem Motorrad zu platzieren. Das Motorrad selber ist dann fotografiert worden und über ein Compositing sind dann die Hornissen mit den Schatten, mit allen Reflektionen und so weiter und so fort aufgebracht worden. Eine sehr aufwendige Arbeit, wie auch im nächsten Projekt, das sehen Sie jetzt hier. Und zwar, das ist entstanden, eine Serie für den Juwelier Bucherer. Die Elstern, die Sie hier auf dem Bild sehen, sind alle, bis auf die große Elster vorne links im Bild, alle virtuelle Vögel. Also die existieren nicht in Wirklichkeit, sondern sind nur im Rechner generiert. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Computermodelle einer Elster, die ich dafür erstellt habe. Ich habe verschiedene Modelle erstellt mit offenen Flügeln, mit offenem Mund und so weiter und so fort. Die wurden dann später quasi separat
herausgerechnet und dann in einem großen Compositing in Photoshop zusammengefügt. Als Vorlage diente mir quasi Bilder von Elstern und ein Bilder von eines ausgestopften Vogels. Es war auch eine sehr interessante Arbeit und da auch, wie ich schon vorher sagte, hatte ich immer tagtäglich bei meiner Arbeit mit Fotografen zu tun, wusste also schon, worauf es ankam, was speziell gefordert war in puncto Qualität, in puncto Licht, in puncto Auflösung und in puncto auch Vorbereitung eines sogenannten Shootings. Auch dieses Shooting hat Vorbereitungszeit. Wir gehen weiter. Das ist entstanden für die Bildagentur Corbis. Die ist mittlerweile in einer großen chinesischen Bildagentur aufgegangen. Das waren Arbeiten auf der linken Seite für eine fiktive Raumstation, angelehnt an der Raumstation ISS. Da wurden alle Module, alles, was Sie im Bild sehen, von mir erstellt. Im Hintergrund die Wolkenbilder auf der Erde, das ist eine zusammengesetzte Sache aus vorhandenen Satellitenaufnahmen und computergenerierten künstlichen Wolken. Und rechts unten der Start einer Soyuz-Rakete, alles auch im Rechner generiert und dann in Photoshop zusammengefügt und quasi editiert. Sehr interessante Aufgabe, gab es auch eine größere Reihe davon. Wie gesagt, auch da ist Fotografie gefragt, beziehungsweise Lichtsetting und Kamerasetting, auch wenn keine echte Fotografie mit dabei ist. Auch ein sehr interessantes Projekt, was ich dann jetzt hier zum Schluss noch zeigen möchte, ist eine Arbeit für Jaguar. Eine Arbeit, bei der ich auch den Fotografen Clint Clemens kennengelernt habe, der mich dann auch zur Fotografie gebracht hat. Das Interessante bei diesem Projekt und wofür ich eingesetzt war, ist, die Autos selber wurden im Studio fotografiert und die realen Landschaften, die Sie hier sehen oder die Stadtansichten, die wurden auf einem Pickup fotografiert, einem speziell angefertigten Pickup. Und meine Aufgabe war es nun, die Umgebungsreflektionen, die man hier sieht, oben links, das ist am Gardasee, dass die korrekt auf das Auto quasi belichtet und gemappt werden. Dafür habe ich eine Methode entwickelt, wie das funktioniert. Und so konnte die ganze Werbekampagne auch im Endeffekt auch realisiert werden. Sie sehen jetzt noch zwei weitere Bilder aus dieser Serie. Alles echte Autos, die im Studio fotografiert wurden und dann quasi in auch wieder in eine echte Landschaft reingesetzt worden. Warum macht man das? Weil viele dieser Modelle zu diesem damaligen Zeitpunkt noch sowas waren wie Erlkönige und einfach nicht auf der Straße zu sehen sein durften. Deswegen hat man diese Variante gewählt. Darum geht es heute. Es geht um diese Kameras. Eigentlich müssten es vier Kameras sein, aber die links, die S1 und die S1R, mit der ich arbeite, sind vom Äußeren her gleich, unterscheiden sich nur durch die Sensoren und einige Fähigkeiten, während die S1 idealerweise geeignet ist für Fotografen und Videografen, ist die S1R dank ihrer Auflösung ein für Studiofotografen geeignet oder für Fotografen, die wirklich bei ihren Aufnahmen höchste Auflösung brauchen. In der Mitte sehen Sie die G9, das ist mein eigentliches Arbeitspferd, mit der ich auch angefangen habe zu arbeiten bei Lumix Kameras. Und diese Kamera begleitet mich auch heute noch immer. Auch die Kamera rechts, das ist eine GX9. Und nur zum Unterschied für diejenigen, die sich mit Lumix-Kameras noch nicht so auskennen, die S1 links, die S1 und S1R sind Vollformatkameras, während die Lumix G9 in der Mitte und die Lumix GX9 Micro Four Third Kameras sind. Das ist ein etwas kleinerer Sensor, aber Sie werden anhand der Bildergebnisse sehen, dass die Bildergebnisse hervorragend sind. Nur die Einsatzbereiche unterscheiden sich ein klein wenig. Gut, das ist der eigentliche Titel dieser Geschichte und wir tasten uns jetzt mal langsam vorwärts und es geht, wie Sie schon unschwer erkennen können, hauptsächlich um mein Hauptarbeitsgebiet und zwar ist das die People- und Porträtfotografie und die Fashionfotografie. Ein Bild, das hier in München entstanden ist mit Papis Love Day, ist ein Model-Entertainer, unter anderem zu sehen bei Germany's Next Topmodel als Laufstegcoach. Und das war in einem Münchner Hotel, wurden verschiedene Modelabel geshootet und auch Schmucksachen. Und hier kamen die S1 und die S1R zum Einsatz, zum Teil mit Dauerlicht und mit Blitzgeräten.
Die Besonderheit bei der Kamera ist, dass sie wirklich, also die S1 und die S1R, wie auch die G9, hervorragend Hauttöne abbilden können. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für meine Arbeit und in dem Sinne nicht zu unterschätzen. Das erspart mir im Nachhinein sehr viel Editieren und sehr viel Bearbeitung. Ganz wichtiger Faktor, Hauttöne. Ein Shooting, das in Berlin stattgefunden hat. Das Model Julia trägt hier eine, ja, was soll man sagen, Robe von Vivienne Westwood. Für mich immer wichtig, die Kameras, die ich benutze, und deswegen bin ich ja zu den Lumix-Kameras gekommen, ist für mich die Einfachheit des Handlings. Die Kamera selbst, die Menüführung, die Art der Bedienung, die Bedienelemente und ganz wichtig, Sie benutzen eine S1 oder S1R und können problemlos eine G9 oder GX9 bedienen. Genauso umgekehrt. Also ich hatte ja mit der G9 angefangen und habe dann in Anfang oder in 2019, Anfang 2019 habe ich die S1 und S1R testen können und das war quasi keine Umstellung. Ich habe das dann auch verschiedentlich bei Shootings ausprobiert. Ich hatte mir die G9 hingelegt und die S1, um zu schauen, kann ich einfach problemlos switchen zwischen diesen Kameras, ohne dass ich mich umstellen muss. Und das ist wirklich einer dieser herausragenden Faktoren der Lumix-Kameras. Das geht nahtlos. Man muss überhaupt nicht nachdenken. Alle Elemente sind an dem fast am gleichen Platz und auch von der Menü- und Bedienführung ist es ähnlich. Insofern wirklich ein ganz hervorragendes Arbeitswerkzeug. Und das ist ja hauptsächlich für mich. Ich muss damit Geld verdienen, ich muss damit arbeiten, Bilder für den Kunden liefern und das geht wie geschmiert mit den Kameras. Auch nochmal der Herr vom ersten Bild, Papis Love Day, diesmal auch hier in einer schicken Robe. Das Licht ist diesmal nicht von einem Blitz, sondern das ist im Sommer aufgenommen und die Tür links oder die offene Tür links, die Sie jetzt nicht sehen, hat so viel Sonnenlicht reingebracht, dass quasi der Innenraum sehr hell erleuchtet war und war wunderbar zum Fotografieren. In dem Fall quasi tatsächlich ein Bild, obwohl es im Innenraum ist, mit natürlichem Licht entstanden. Eines der allerersten Bilder, die ich mit der G9 gemacht habe, hier mit diesem Model und der Windmaschine. Damals hat mir schon bei dem ersten Malen hat mir schon einfach die einfache Bedienbarkeit und das Handling der Kamera sehr gut gefallen. Dass mir einfach, und das ist immer ganz wichtig, dass mir genügend Kreativität lässt und genügend Spielraum in dem, was ich mache. Die Kamera limitiert mich keineswegs, sie befreit mich eher und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deswegen ist die Wahl bei mir auf die Lumix gefallen. Ein Bild entstanden hier im Studio mit der S1 und wenn Sie dann nachher die ganzen Bilder sich angeschaut haben, werden Sie irgendwann feststellen, dass 90 bzw. ja, ich würde sagen fast 95% der Bilder, die im Studio entstehen, ich ein Lichtsetup benutze und zwar besteht das hauptsächlich aus einem Licht tatsächlich. Also das kann sein von der Taschenlampe bis zum Blitz. Vielleicht kommt noch mal ein Reflektor ins Spiel. Ich benutze auch mehrere Blitze, wenn es nötig ist, aber in der Regel ist mein Stil, da ich aus der Grafik und Illustration komme und die Bilder sehr gerne plakativ habe, ist für mich ein Blitz Mittel der Wahl. Das ist auch eine Modeaufnahme und zwar in München entstanden für eine sehr junge Designerin hier in München. Und Sie sehen auch hier schon wieder, das ist, ich glaube, das ist sogar nur mit natürlichem Licht entstanden, hier eine sehr, sehr stark reflektierende, orange reflektierende Wand. Das ist Anfang des Sommers entstanden. Und ja. Also hier auch, wie gesagt, und sehr selten benutzt von mir ein Stativ. Das sind fast alles Arbeiten, die aus der Hand entstehen. Und dank der hervorragenden Bildstabilisierung der Lumix-Kameras ist das auch bei wirklich geringen Zeiten. Also ich habe auch schon eine Sekunde aus der Hand gehalten, ohne zu verwackeln. Das geht alles sehr gut. Wenn wir dann nachher anfangen, werde ich auch noch mal ganz kurz über die einzelnen Objektive sprechen. Also angefangen hatte ich bei der S1 mit der
mit dem 24F105. Und diese Kombi S1 24F105 ist eine wunderbare Kombi, weil dieses Objektiv hat auch eine ganz hervorragende Makrofunktion und eignet sich, deckt einen sehr großen Brennweitenbereich ab und ist wirklich jetzt, sage ich mal, gerade für Hochzeitsfotografen oder auch für, wenn man Porträts macht, wirklich wunderbar dafür geeignet. Das Bild, was Sie jetzt gerade sehen, ist allerdings eines der ersten wirklich etwas aufwendigeren Sachen, die mit der G9 entstanden sind. Und zwar geben wir ja auch noch sehr viele Workshops, unter anderem eine Masterclass in Venedig, die jedes Jahr stattfindet. Und hier waren wir in einem Palazzo und konnten wirklich außergewöhnliche Roben shooten. Das Ganze ist mit Dauerlicht entstanden und der G9 auch mit verschiedenen Objektiven, mit dem Nocticron und eins meiner Lieblingsobjektive. Ich shoote sehr gern etwas teliger und das hat sich nur erst in letzter Zeit ein wenig geändert, weil ich das Objektiv, das 10-25 kennengelernt habe, was sich auch ganz hervorragend auch für People- und Porträtfotografie in der Stadt, also nicht nur für Streetfotografie, sondern auch für reine People- und Porträtfotografie hervorragend eignet. Trotz seiner Größe ein sehr leichtes Objektiv, wunderbar gebaut und von den Abbildungsqualitäten einfach sensationell. Dasselbe Model, auch nochmal in demselben Raum. Hier ist das Licht ein bisschen tiefer geholt und ich auf einer Leiter und quasi runtergeschootet. Die größte Arbeit bei diesem Bild entstand im Säubern des Teppichs, nicht im Editieren des Modells, sondern im Säubern des Teppichs, weil am Abend zuvor hat hier in diesem Palazzo ein Fest stattgefunden und dementsprechend wenig gesaugt war der Teppich, also das nur als Hintergrundinformation, die ich Ihnen gerne zu den anderen Bildern auch immer geben möchte, damit Sie ein bisschen Einblick in meine Arbeit erhalten. Hier auch nochmal alle drei Modelle, die wir bei diesem Workshop mit dabei hatten, in diesem Palazzo auch nur wieder Dauerlicht und hinten die schwache Beleuchtung durch die vorhandenen Lampen, die in diesem Raum waren. Wirklich sehr aufwendige Roben und da hat mich halt auch das Handling der Kamera begeistert. Und weil viele ja sagen, gut, das ist ja nur ein MFT-Sensor, aber die Abbildungsqualität ist einfach sensationell gut. Dank auch der Leica-Objektive, die es wirklich in einer größeren Anzahl auch für die MFT-Kameras gibt. Das ist erst im Jahr 2020 entstanden. Das ist mit der S1 entstanden in einem Workshop, den wir hier in München gemacht haben. Nennt sich Matahari. Und hier wurde auch Dauerlicht eingesetzt. Also wir haben versucht, die Lichtsituation zu simulieren, die auch zur Zeit Mataharis gab, also kein Blitzlicht, sondern eher Dauerlicht. Und auch hier das Ganze mit einem 24F105 Objektiv entstanden. Einfach hervorragend. Eignet sich wirklich die S1 in dem Moment, wo die Lichtsituation etwas schwieriger wird, wo man höhere ISO-Zahlen benutzen müsste oder muss, dann ist die S1 die erste Wahl. Wieder eine Studiofotografie, auch im Jahr 2020 entstanden. Das ist das Modell Brigitte in eigenen Kreationen, die sie hier hat. Noch ein paar grafische Elemente. Ich kann nicht immer meine grafische Vergangenheit unter den Teppich kehren. Ab und zu findet man sie dann auch in den Bildwerken wieder. Ich habe halt gerne die klare Linienführung und das Plakative im Bild. Also eigentlich eher eine illustrative Anmutung. Auch hier unterstützen mich die Kameras wirklich ganz hervorragend. Das ist schon ein bisschen älteres Bild, auch mit der G9 entstanden in dem Fall. Auch wieder die junge Designerin, die wir vorhin gesehen haben, hier mit einer Jeans-Design-Kollektion. Und das ist eine Studioaufnahme, auch mit Dauerlicht entstanden. Dasselbe Modell nochmal von der blauen Wand, auch wieder Dauerlichts von rechts, auch wieder nur eins und ein Reflektor, mehr braucht es da nicht. Und soweit ich weiß, auch mit dem Nocticron entstanden, der G9 und dem Nocticron. Ich gehe nachher nochmal explizit auf die Lumix-Kameras als Reisekameras ein. Da warten auch noch ein paar Überraschungen auf Sie, die Sie jetzt so nicht vermutet hätten, aber das wird auch noch ganz spannend.
Eine Aufnahme wieder outdoor, nicht im Studio. Das ist auch hier in der Umgebung von München entstanden. Der Designer das ist ein neoprenartiger Stoff, kommt aus Berlin. Und hier hat mir sehr gut gefallen, quasi auch diese geometrische Aufteilung der Treppe. Das sind Tribünen eigentlich von hinten gesehen. Und Sie werden das in meinen Bildern auch noch öfters wiederfinden. Ich bin ein großer Fan von Bildgestaltung. Ich werde Ihnen nachher auch noch mal ganz kurz dazu etwas zeigen. Und wir bieten oft auch nur Kurse an, die rein sich auf Bildgestaltung beschränken und so quasi den Fotografen helfen, die Qualität der eigenen Bilder zu erhöhen bzw. mehr Aufmerksamkeit für ihre Bildgestaltung und Bildinhalte zu bekommen. Unschwer erkennbar möglicherweise in Berlin aufgenommen. Unser Modell kommt auch aus Berlin. Und ich habe hier, es sieht auch in Farbe recht schön aus, das Bild, aber das ist geblitzt von vorne mit einer großen Softbox, aufgenommen in einem abbruchreifen Gelände. Und wie gesagt, in Farbe auch sehr schön, aber ich habe mich in diesem Fall für Schwarz-Weiß entschieden. Dann kommt noch ein bisschen dramatischer rüber. Dasselbe Modell, diesmal in Farbe, mit Telic aufgenommen, mit dem 50-200 und dann in Photoshop bearbeitet. Aber Sie sehen schon, das ist das, was mir an den Objektiven unglaublich gut gefällt. Ein sehr, sehr schönes Bokeh im Hintergrund und Scharfstellung trotz der Brille hat hervorragend funktioniert. Muss man jetzt hier vielleicht nochmal anmerken, dass die G9 erst vor kurzem ein neues Update, ein Firmware-Update bekommen hat. Und wenn man das so bezeichnen will, der Augenautofokus ist wie so ein kleiner Pitbull, der sich tatsächlich wirklich festbeißt an den Augen und diese auch gut erkennt. Also Personenerkennung und Tiererkennung ist jetzt auch bei der G9 möglich. Diese Sachen gab es bislang nur für die S1 und die S1R. Wieder in München aufgenommen, ein russisches Modell, das hier in München lebt. Und für eine Modemarke aufgenommen, verschiedene Locations, das ist Dauerlicht in dem Fall und auch hier wieder, das ist die G9, die zum Einsatz kam. Die G9 ist einfach ein Allround-Werkzeug, für die es natürlich eine Unmenge an Objektiven schon gibt und wenn Sie die ganze MFT-Palette anschauen, natürlich auch von anderen Herstellern Objektive gibt. Also MFT hat absolut seine Berechtigung auch im Profibereich und Sie können sehr große Ausdrücke damit machen. Es ist einfach ein wunderbares Arbeitsgerät, sehr vielfältig einsetzbar. Es gibt auch entsprechend Unterwassergehäuse. Also es gibt nichts, was es für die G9 und für den Zubehörbereich da nicht gäbe. Dasselbe Modell nochmal in Schwarz-Weiß, diesmal mit dem Nocticron aufgenommen, dem 42.5, umgerechnet ein 85mm Objektiv, Blende 1.2 und da sehen Sie schon auf der linken Seite, wie das Bokeh arbeitet und funktioniert und auch hier hat der Augenautofokus wunderbar funktioniert. Wiederum, ich glaube, das sind bloß 50 oder 100 Meter weiter, dasselbe Modell in einem anderen Outfit und auch wieder die G9. Aufgenommen mit dem Nocticron diesmal. Sommerliche Aufnahmen in Photoshop editiert. Man muss dazu sagen, und da kommen wir später nochmal drauf, dass die G9 wie auch die S1 und die S1R eine Sonderfunktion besitzen, und zwar den sogenannten High-Res-Modus. Und den möchte ich nachher dann nochmal ganz speziell und explizit in einigen Bildern darstellen. Die G9 hat einen erweiterten High-Res-Modus erst kürzlich auch bekommen mit dem Firmware-Update, aber dazu später etwas mehr. Dasselbe Modell auch nochmal, ich glaube 200 Meter weiter von einer anderen Kulisse. Und einfach auch die G9 bietet auch wie die anderen Lumix-Kameras verschiedene Autofokus-Modi, jetzt speziell auch im Bereich, was für mich interessant ist, im Bereich der Fotografie. Also keine Wünsche offen lassen, ob das Modell sich bewegt, ob es still steht, ob Tiere im Bild mit sind, ob es keine Tiere sind. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das sehr, sehr individuell einzustellen, auch die
Art und Weise, wie der Autofokus zugreift, wie schnell er zugreift, wie oft er quasi den Zugriff auch überprüft und wiederholt. Also da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Sie können das auch alles ganz individuell einstellen. Aber auch, und das ist ganz entscheidend, Sie kommen sehr, sehr leicht wieder zu Ihren Ursprungseinstellungen zurück, ohne auch komplett die Kamera immer wieder auf ein Reset zu drücken. Also immer wieder gesagt, die Einstellmöglichkeiten sind groß und alle vorhanden, aber es ist relativ einfach, alles wirklich sehr, sehr schnell einzustellen, was eminent wichtig ist, jetzt gerade in dem Bereich bei mir auch, wo ich damit auch professionell arbeite und arbeiten muss. Ja, ein richtiger Farbkracher. Das war auch, das ist so nicht aufgenommen worden, muss man dazu sagen. Das ist natürlich explizit auch für die Kundin, in dem Fall die Designerin, die das gemacht hat, auch so kräftig angelegt worden. Auch in München entstanden, auch mit der G9. Gleiches Model, selbe oder annähernd selbe Location. Und muss jetzt hier dazu sagen, ich bin ein Freund von, man lernt den Rhythmus eines Modells kennen und man drückt im entscheidenden Moment ab. Derjenige, der das nicht kann oder sich nicht zutraut, es gibt natürlich auch die Serienbildfunktionen der G9 und der anderen Kameras und 4K-Foto. Darüber könnte man jetzt auch nochmal stundenlang referieren, aber das sind auch Funktionen, die unglaublich gut funktionieren bei den Kameras und wirklich unglaublich gut einsetzbar sind. Also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Ich hoffe, da können Sie sich auch noch ein bisschen näher informieren. Wenn Sie auf den Lumix-Seiten schauen, werden Sie dazu auch genügend Informationsmaterial finden. Eine einzigartige Funktion bei den Lumix-Kameras. Das ist jetzt auch wieder eine Studioaufnahme, diesmal mit Blitz, einem sehr kleinen Blitz, für ein Designer-Label hier in München entstanden. Das war die G9, die hier zum Einsatz kam. Selbe Situation, ein bisschen Blitzlicht und ein wenig natürliches Licht, was von der linken Seite kam. Hier auch wieder Indoor für ein Münchner Designlabel. Selbe Situation, wieder ein anderes Zimmer. Das ist hier quasi eine geblitzte Aufnahme plus ein wenig natürliches Licht. Das sieht man jetzt hier nicht mehr im Bild, aber ich erwähne es dazu, dass man ungefähr immer eine Ahnung hat von dem, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Das Bild war insgesamt ein bisschen größer, es wurde beschnitten, dass das einfach mit dem Rahmen wunderbar korreliert. Ja, das ist 2018 entstanden und wenn man so will, nee, 2019 und seinerzeit sehr weit voraus. Damals gab es ab und zu mal das als modisches Accessoire. Wer hätte gedacht, dass das solche Auswüchse hat. Auch ein Münchner Designlabel, das hier im Studio aufgenommen worden ist. Ein großer Blitz mit ca. 1,80 Meter Durchmesser, Softbox direkt hinter mir und im Studio aufgenommen mit einer S1. Gleiches Shooting, S1, großes Licht. Also Sie sehen schon, mein Stil ist es, das Ganze sehr plakativ, sehr illustrativ darzustellen. Deswegen habe ich in dem Fall auch wieder auf zusätzliche Blitze verzichtet. Es ist einfach der Stil, den ich am liebsten mag. Sie sehen unten auch in der Reflexion der Schuhe, dass da hinter mir eine riesige Softbox steht, die dieses wunderbare Licht zaubert. Auch wieder im Studio, quasi sogar im selben Studio, allerdings mit einem ganz anderen Licht. Das, hier kam auch die, ich glaube die S1 war es zum Einsatz, mit kleines Licht, ungefähr 60 cm im Durchmesser, rechteckig mit einer Wabe vorne, dass die ganze Lichtcharakteristik etwas härter und kontrastreicher macht. Wiederum ein bisschen anderes Licht, selbes Studio, selbes Model und auch wieder die S1. Situation in einer Küche in München und zwar die G9 kam hier zum Einsatz, auch mit einem Blitz. Die Blitzwirkung sehen Sie, der steht ein bisschen hinter mir links. Sehen Sie noch auf dem Garkocher links, dass da die Hauptlichtquelle hintrifft.
aber mir hat gefallen, dass der Schatten da doch etwas härter wird. Und deswegen die Farbkombination, das Silbrige der Küche und die Farben dieses Designlabels, das war einfach das, was ich wollte und das konnte ich so erzielen. Ja, hier wieder in Berlin aufgenommen, diesmal eine komplette Outdoor-Aufnahme mit der G9. Kein Reflektor, kein gar nichts, nur reines Sonnenlicht und das 50-200 Objektiv. Ein hervorragendes Objektiv, das auch für Videofilme sehr interessant ist, aber halt auch sehr gut für Fotografen geeignet ist. Einfach ganz hervorragend in der Abbildungsleistung und ja, Farben wurden hier natürlich nochmal ein bisschen verstärkt, aber wichtig ist für mich als Fotograf immer, dass die Kameras mir das perfekte Grundmaterial liefern, damit ich von diesem Grundmaterial aus auch das editieren kann und das Endergebnis bekomme, was ich mir bzw. was mein Kunde sich wünscht. Ja, hier wieder eine Aufnahme in München. Das ist tatsächlich, auch wenn es nicht so ausschaut, eher irgendwie in Porträtfotografie oder Ganzkörperaufnahme ausschaut, es ist ein Modelabel, es ist ein Techno-Modelabel und das ist mit ganz natürlichem Tageslicht aufgenommen, kein Blitz, kein Aufheller, kein gar nichts und hier kam die S1 zum Einsatz. Wieder eine Aufnahme mit der G9. Und zwar in Berlin bei Regenwetter. Ja, kein Blitz, einfach nur natürliches Licht. Die Aufhellung, die quasi auch den Mantel und das Gesicht aufhält, kommt von den doch relativ hellen Wänden, die sich quasi hinter mir und auf der rechten Seite des Modells befinden. Ja, hier wurde natürlich, das können Sie sich vorstellen, ein bisschen nachgeholfen, ist mit der G9 aufgenommen bei einem Workshop, bei einem Fashion-Workshop in München. Ich werde dazu gleich noch ein anderes Bild zeigen. Da wurden natürlich diese Lichtfehlreflexe noch ins Bild eingebaut. Aber das Zimmer war tatsächlich unglaublich bunt und auch das hat die G9 wunderbar gehandelt. Und beim nächsten Bild, was ich Ihnen zeigen möchte, sehen Sie schon, hier kam eine Taschenlampe zum Einsatz und zwar aus folgendem Grund. Hinter mir, wo ich stehe, befindet sich eine ganz schmale Nische, aus der ich fotografiert habe. Da war einfach stand das Model, das war sehr gut beleuchtet durch einen Teil von der Zimmerbeleuchtung und Teil ihres Gesichtes, man sieht das an dem hellen Lichtreflex hier in dem Auge, sieht man das, habe ich eine Taschenlampe benutzt, um ihr Gesicht und den unteren Bereich ihres Gesichtes plus den Halsschmuck noch ein bisschen stärker rauszuarbeiten. Das ist mit der G9 und dem Nocticron entstanden, einfach eine Aufnahme, die ich sehr gern mag, weil es zeigt, wie schön dieses Bokeh der Linse funktioniert und welche Möglichkeiten diese Kamera besitzt. In der linken Hand habe ich einfach die Lampe gehalten und die Kamera ist so gut stabilisiert, dass man ein perfekt scharfes Bild bekommt, auch wenn man die Kamera mit nur einer Hand hält. Wieder bei einem Workshop entstanden, diesmal tatsächlich die GX9 und zwar ein Workshop, der nennt sich Film Noir, in einer Tiefgarage entstanden. Die Beleuchtung kommt von einem Dauerlicht, was im Fußraum versteckt ist und das Gesicht unseres Modells beleuchtet. Das ist die GX9, auch mit dem Nocticron. Sie sehen schon, dass das Nocticron eines meiner Lieblingsobjektive ist. Es ist einfach wie geschaffen für die Kamera, hervorragende Abbildungsleistung, ein zauberhaftes Bokeh und eine hervorragende Verarbeitung. Ja, ein sehr interessantes Shooting, auch mit der G9 entstanden, und zwar auf einem Bauernhof, und zwar ist das Wohnzimmer der Besitzer, und das Wohnzimmer ist so groß, dass sogar ein Pferd rein kann, und zwei Wolfshunde plus das Model ist geblitzt mit einem relativ kleinen Blitz eigentlich. Der Durchmesser des Schirms ist maximal, glaube ich, 80 cm gewesen. Wunderbar einfach mit der G9 und ausgeleuchtet und hat wunderbar gepasst. In dem Fall, Sie werden es schon wieder geahnt haben, nur ein Licht. Ja, hier eine Studioaufnahme mit einem Münchner Model. Da ging es um einen Test mit der S1R und auch quasi hier in dem Fall ein Blitz und ja, Rauch. In dem Fall ist es eine E-Zigarette oder ein E-Smoker, der hier verwendet worden ist und musste sehr schnell tief eingeatmet werden und langsam ausgeatmet werden,
und hat aber funktioniert und auch die Lichtsituation und der Augenfokus hat funktioniert, obwohl die Augen, und das möchte ich hier besonders bemerken, die Augen ja durch den Nebel, durch den Rauch nicht so leicht zu erkennen sind, aber die Kamera hat das wunderbar gelöst. Ja, hier ein, ja, kann man nicht unterscheiden zwischen Fashion und Porträt. Ist aufgenommen bei einem Venedig-Workshop, Masterclass in Venedig von uns. Und das 50-200 mit der G9, einfach ein bisschen Vintage, ein bisschen surreal. Das hat mich fasziniert und deswegen musste ich diese Aufnahme einfach tätigen. Auch mit demselben Objektiv entstanden, auch am Karneval in Venedig. Da sieht man auch die Abbildungsleistung dieses 50-200. Einfach sensationell, das Bouquet, das hier entstanden ist im Hintergrund. Ein, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ein, auf jeden Fall sehr heller Bereich, sehr heller Körper, der da stand. Und dieses Porträt auch wunderbar freistellt. Ein Bodypainting, was hier in München entstanden ist, auch mit der G9. Und Dauerlicht. Immer ganz wichtig dazu zu sagen. Eine Studioaufnahme mit der S1R in Berlin, auch ein Blitz und dann natürlich in Photoshop entsprechend bearbeitet. Das Modell ist tatsächlich sehr blass, was im Vordergrund steht. Insofern musste ich da auch gar nicht so viel nachhelfen. Es ist gar nicht so viel retuschiert worden. Und wie gesagt, die meisten Bilder retuschiere ich selber in Photoshop, benutze, da ich kein Freund von Lightroom bin, die Exposure-Software und auch die XO-Software. Wieder ein früheres Bild, was mit der G9 entstanden ist, hier in München. Und auch zwar farbig aufgenommen. Ich stelle die Kamera grundsätzlich auf Schwarz-Weiß, denn ich möchte bei der Aufnahme, das ist ja sehr leicht möglich bei den Lumix-Kameras, bei der Aufnahme sehen, wie mein Kontrastumfang ist. Oftmals werde ich durch Farbe abgelenkt. Und wenn ich einfach das Display auf Schwarz-Weiß stelle, weiß ich schon, welche Sachen mir möglicherweise ausfressen. Vielleicht ist es auch so gewollt. Oder welche Bereiche im Bild mir einfach zu dunkel werden. Und wenn ich das mit Farbe habe, verwirrt mich das oftmals zu sehr. Ist aber leicht und sehr schnell umstellbar. Ist natürlich auch für mich gut einstellbar, wenn ich jetzt mit Kunden shoote, die es natürlich auch farbig sehen müssen. Ja, da frage ich immer ganz gerne, wie entstanden? Das ist auch mit einem Teleobjektiv entstanden und der G9. Die Augen sind scharf, ja, ich weiß, der Mund unten, das fängt schon an, langsam unscharf zu werden, nur der vordere Bereich der Lippen. Und wenn ich frage, wie das Ganze ausgeleuchtet worden ist, ist es tatsächlich nur normales Tageslicht. Das ist im Hintergrund des Models ist ein schwarzer Stoff abgehängt worden. Und befindet sich in einem Art Loft links hinter mir und links und rechts sind große Fensterfronten. Sieht man ein bisschen in seinen Augen. Aber sonst wurde kein Blitz eingesetzt. Es ist einfach nur natürliches Licht. Also Sie sehen schon, die Kamera eignet sich, beide oder alle Kameras eignen sich wunderbar für Porträtfotografie. Das hier wieder mit der G9 entstanden in Berlin. Das Modell haben wir vorhin schon mal gesehen. Wie gesagt, ich liebe es einfach, dass die Kamera mir die idealen Farbverhältnisse liefert, die ich im Bild sehe, beziehungsweise die ich natürlich auch schon in Kamera mir nochmal verändern könnte und einfach mir die perfekte Basis für all das liefern, was ich daraus später entstehen lassen möchte. Und das ist ein großer Vorteil der Kameras. Ja, zu dieser Aufnahme, die für einen Kurzfilm entstanden ist, einen prämierten Kurzfilm, ist die Situation, die muss ich kurz erklären. Das Modell, es war wirklich Hochsommer, es waren über 38 Grad. Und dieses Foto wurde gemacht für ein Buch, was im Film erscheint. Und der Modell war einfach so heiß und er hat zu mir gesagt, ob es reicht, wenn er nur das Jackett anzieht und quasi vor mir quasi nur in Unterhose steht. Es ist immer interessant, weil das Bild kommt sehr seriös rüber und nur die Beteiligten wissen eigentlich, dass es unsagbar heiß war und er einfach das in der Anzughose, die zu diesem Anzug gehört hat, der unglaublich dick war, der Anzug, das einfach auch nicht ausgehalten hätte. Also solche Sachen machen die ganze Porträt- und Fashion-Fotografie einfach auch zu einem Genuss. Einfach der Kontakt mit Menschen und das Auseinandersetzen mit Menschen. Und da vertraue ich natürlich auf meine Kameras, die mich nicht ablenken, sondern mir den nötigen Freiraum und die Konzentration auf die eigentliche Arbeit liefern.
Ja, hier das, was man hier sieht, würde man jetzt im Allgemeinen als Forced Perspective bezeichnen. Jeder kennt es von Ihnen, Forced Perspective, das sind diese Aufnahmen, die irgendeine Person steht und zwischen seinen Fingern den Mond hält oder eine andere Person steht auf der Handfläche eines Beteiligten. In dem Fall muss man auch eine kurze Geschichte dazu erzählen. Dieses hinter diesem Modell, es ist im Winter entstanden, es waren ca. 4 Grad, es ist wirklich, wirklich kalt. Ich stehe am Abgrund und sie steht am Abgrund, weil hinter ihr ist es ein Steg am See. Hinter ihr geht es ungefähr 2,5 Meter runter ins Wasser und hinter mir auch. Also was Sie hier vorne sehen, das ist jetzt keine Wattebäuschen, keine Wolken, die jetzt reinkompost worden sind. Das ist Schnee. Und in dem Fall, das ist auch Forced Perspective. Also ich zwinge durch die Perspektive den Betrachter dazu zu glauben, dass da im Vordergrund echte Wolken sind oder Wattebäusche oder was auch immer. Gut, ist es nicht. War ein sehr spannendes und sehr lustiges Projekt. Also, ja. Hier kommt jetzt mal, muss ich dazu sagen, die Stärke der S1 ganz hervorragend zum Einsatz. Und zwar ein Shooting, das anberaumt war eigentlich für insgesamt 2 Stunden und für eine tolle Location. Was daraus geworden ist, war eine halbe Stunde und eine ganz gruselige Location, die eigentlich nur ein bisschen breiter ist wie das Bild, was Sie hier sehen. Es ist rechts eine Mittelglasscheibe, die zur Straße führt und ja, sowas ein bisschen wie ein Bretterverschlag, 1,20 Meter breit und 2 Meter tief. Und da habe ich mit der S1 und dem 24 auf 105 einfach sehr schnell ein paar Aufnahmen gemacht, die aber wirklich ganz hervorragend gelungen sind. Da muss ich sagen, die Kamera hat das perfekt gelöst, auch durch die wirklich, wirklich sehr, sehr schlechte Lichtsituation. Hier sieht man nochmal die Milchglasscheibe rechts im Bild und da sieht man, dass das sind vermutlich weniger als 1,20 Meter. Auch wieder bei einem Workshop entstanden mit der G9 und einem Teleobjektiv. Man könnte dieses Korn schon durch einen speziellen Filter in der Kamera selbst erzeugen. Das ist allerdings jetzt hier in dem Fall in Photoshop entstanden, beziehungsweise in einem Produkt, das Kamerabag heißt. Wer sich interessiert, kann mir gerne schreiben. Im Anschluss habe ich auch noch meine Webseite und da kann man mir Nachrichten drüber schicken. Auch das Licht direkt von unten, also in dem Fall war es auch eine Taschenlampe, die auf einen Reflektor gerichtet worden ist. Natürliches Licht, auch bei einem Workshop entstanden, Film Noir bei uns hier draußen im Bayerischen. Tolles Modell und auch wieder mit Tele. Also Sie sehen schon, ich shoote sehr gern Teelicht. Das ist einfach die Unterstützung dieses plakativen Effektes. Das mag ich sehr gern. Eine der ersten Aufnahmen, die mit der S1 entstanden sind, in einer Berliner Wohnung, Dachgeschosswohnung mit offenem Feuer. Das geht vermutlich nur in Berlin. Aber da sieht man schon, Augenfokus hat ganz hervorragend funktioniert, trotz nur dieser quasi sich ständig ändernden Beleuchtung, weil auch auf dem Gesicht flackerten die Schatten recht stark und das hat die Kamera ganz hervorragend gelöst. Eine Aufnahme, die entstanden ist, auch im gleißenden Sonnenlicht bei einem Workshop in Italien. Sieht man auch sehr gut die Lichtsituation, in dem Fall auch mit Kamera und so ausgenutzt. Augenfokus hat gepasst, auch mit der Das ist mit der S1 entstanden und dem 24 auf 105. Ein Workshop hier bei uns. Wir haben eine denkmalgeschützte Tankstelle, also ein Pin-Up-Workshop und das mit der G9 entstanden. Beim Workshop in Marrakesch, G9 mit dem Nocticron. In Photoshop bearbeitet, aber wie schon erwähnt, immer für mich wichtig, die Grundvoraussetzungen liefert das Bild, was in der Kamera entsteht und also einfach ganz hervorragend, was ich mit dem Rohmaterial anfangen kann. Eine Fashion-Aufnahme, die hier in München entstanden ist, auch die G9 im Einsatz. Studioaufnahme mit der S1, hier habe ich absichtlich den Belichtungswert so gewählt, dass mir der Verschluss schon reinkommt. Ne, beziehungsweise in dem Fall war es nicht so. Ich habe mehrere Aufnahmen gemacht, aber in diesem Fall ist es, glaube ich, tatsächlich sogar ein Reflektor, der mir im Bild steht. Tja, auch im Studio entstanden, auch bei einem Workshop. Im Hintergrund sieht man einen großen Lichtreflektor, einen
Dauerlicht und damit habe ich quasi das Modell von hinten beleuchtet, um die Haare besser zur Geltung zu bringen. Sehr gut gehandelt auch dieses Licht, was sehr stark durch die Haare scheint und trotzdem der Augenfokus wunderbar funktioniert. Ja, nochmal das Modell ganz von Anfang von unserer Serie und hier sieht man das Modell Puppies Love Day, eine ganz simple, einfache Schwarz-Weiß-Aufnahme im Studio entstanden. Wieder Outdoor, ein Porträt auch mit der G9 entstanden und dem Nocticron. Ja, und weil ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass mir Bildgestaltung ganz wichtig ist, da kann ich jetzt nicht großartig darauf eingehen, ich möchte es nur kurz erklären. Ich arbeite nicht nach der Drittelregel und nicht nach dem goldenen Schnitt, dass diese verwirrenden Linien, die Sie hier sehen, nennen sich Dynamic Symmetry und barocke Diagonale. Also das ist die Diagonale, die von links oben nach rechts unten geht und von rechts oben nach links unten. Das ist ein Arbeitsmittel, was man sich sehr gut aneignen kann und was einem hilft, die Bildgestaltung besser zu machen, wie man sie bisher gemacht hat. Denn man muss dazu sagen, dass die Drittelregel aus einem schlechten Bild nicht unbedingt nachher ein gutes Bild macht. Das aber nur ganz kurz angerissen und Sie sehen, dass die entscheidenden Schnittpunkte, die ich hier habe, hier einmal am Handgelenk, dann geht eine dieser Linien durch den Mund und die beiden Diagonalen treffen sich in ihren Augen. Sehen es auch hier nochmal ganz kurz bei einem Bild, was auch in dieser Küche, da haben Sie vorhin schon ein Bild gesehen, entstanden ist. Model steht direkt in der Mitte und die wichtigen Bildelemente wie Ihr rechter Handrücken, unten der Pompon in der linken Hand, Ihr Kopf und der Rucksack, der entscheidend ist, genauso wie die Lederjacke. Rucksack wird sogar zweimal getroffen von Schnittpunkten. Da gibt es noch mehr Informationen. Wir machen da auch immer einen Workshop dazu. Ich mache Vorträge dazu. Das ist ein sehr interessantes Thema. Muss man lauschen ohne Kameras, um es dann einfach umzusetzen. Es schaut schlimmer aus, wie es ist. Es ist viel leichter erlernbar. Aber können Sie mich auch diesbezüglich gerne anschreiben. Ja, hier nochmal keine Studioaufnahme, sondern eine Outdoor-Situation. War ich natürlich glücklich, dass der Surfer sich nicht getraut hat, ins Wasser zu gehen, weil die Wellen zu hoch waren. Aber Sie sehen schon, die Schnittpunkte sind sehr wichtig. Hätten natürlich am Kopf noch ein bisschen weiter passen können, da hätte ich mich noch anders bewegen müssen. Aber ganz wichtig, das Surfboard, um das es geht, das ist mit dem mittleren Schnittpunkt quasi getroffen. Ebenso eine Horizontlinie, also die Wellenlinie hier im Wasser, das ist entscheidend. Hier auch nochmal ein Beispiel, eine Modeaufnahme und Sie sehen schon, beide Augen werden wieder gekreuzt, dann die Hand, die zum Mund geht, direkt am Mund und einige Elemente auf der Bluse und ein Schmuckelement werden quasi durch diese Kreuzungspunkte nicht nur visualisiert, sondern quasi auch hervorgehoben. Tja, ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, der High-Res-Modus in der S1, S1R und natürlich auch in der G9, der jetzt auch verbessert worden ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, diese Einstellungen, die man hier mitmachen kann, bei der S1R kriegen Sie ein 180 Megapixel Bild geliefert, sind dazu geeignet, wirklich hochauflösende Bilder zu machen. Man sollte eigentlich immer grundsätzlich ein Stativ einsetzen, um das auszutesten, denn die Kameras bieten zwei verschiedene Modi. Das eine ist der normale Modus, da werden einfach die Bilder miteinander verrechnet und jetzt kommt das Entscheidende, die werden in der Kamera verrechnet. Man kann sich die Ergebnisse quasi auch in der Kamera anschauen, werden als JPEG dargestellt und ich versuche jetzt einfach mal in dieses Bild hier rein zu zoomen und das Bild hat in seiner längsten Kante ca. 16.000 Pixel und Sie sehen schon, da geht was. Das Bild wurde nicht in Photoshop nachgeschärft. Das Bild wurde quasi ohne diese Bearbeitung gemacht und mit der Software von Topaz noch einmal die Kontraste und die einzelnen Linien ein bisschen nachgeschärft. Aber Sie sehen schon, und hier wurde die Kamera nicht auf ein Stativ gestellt, sondern nur auf einen Holzbalken abgelegt. Kamera macht in dem Modus, sie hat zwei verschiedene Modi, in dem Modus 2 macht sie alle Bilder, sie macht ein Referenzbild und die anderen Bilder werden mit diesem Bild verglichen. Wenn sich jetzt Blätter bewegen oder irgendetwas im Bild passiert, werden versucht, diese Linien herauszurechnen. Sie werden das auch nochmal bei den anderen Bildern sehen, die jetzt kommen.
hier gibt es sehr viele Steine, da können Sie mal sehen. Ist eigentlich nicht für die Modellfotografie geeignet, aber wer mich kennt, weiß, dass ich solche Sachen natürlich gerne ausprobiere. Die Modelle müssen einfach das auch können, die müssen Ruhe halten können und sie können hier an langen Winterabenden wirklich versuchen, alle Steine einzeln zu zählen. Das Bild ist für das Miracle of Detail Projekt, also gerade für diese High-Res-Aufnahmen für Panasonic in Italien entstanden. Haben noch ein paar andere Bilder, das ist hier in Berlin entstanden. Auch hier zoome ich mal ganz kurz rein, damit Sie sehen, wie detailliert die Aufnahmen tatsächlich werden. Also die längste Kante, also bei der S1R, sind es 16.000 Pixel. Das Bild ist jetzt nicht retuschiert, das ist einfach so gelassen. Es ist JPEG, deswegen gibt es ein paar Artefakte, die im Bild mit sind. Das darf sie aber nicht täuschen. Also bietet uns insbesondere natürlich auch im Bereich der Studiofotografie, kommt man in Bereiche, die sonst nur Mittelformatkameras vorbehalten waren. Das mal zur Ansicht. Auch so ein Bild, das entstanden ist. Da gehe ich jetzt, zoome ich jetzt mal nicht rein. Das ist so ziemlich genauso. Hier würde ich gerne nochmal reinzoomen, weil da kann man dann schon fast die Schwierigkeit bei diesem Bild ist, es wurde im Sommer aufgenommen in einem Kloster und das war so heiß, dass die Federn sich alle stark bewegt haben. Die Kamera hat das aber sehr, sehr gut gelöst und sehr, sehr gut eingefangen und wenn Sie jetzt ein bisschen genauer schauen, sehen Sie am Hintergrund, können Sie auch Buchrücken entziffern und alles, was wichtig ist. Also die Bilder brauchen zwar sehr, sehr viel Speicherplatz, aber die Möglichkeiten gerade dieser High-Res-Fotografie sind unglaublich. Tja, hier nochmal als Abschluss ein Bild, was mit der S1 entstanden ist im Studio. Auch nur wieder ein Blitz. Ich mag einfach das Plakative, das kommt einfach super rüber. Und auch nur ganz marginal in Photoshop bearbeitet. Das kann man quasi mit S1, S1R und der G9 machen. So, wir kommen hier nochmal zur Reisefotografie. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir sind ja nicht nur auf Workshop-Reisen, sondern auch, verreisen ja auch mal privat. Und da finde ich, ganz ehrlich, die GX9 ein wunderbares Kamerateil, was man mitnehmen kann. Unzählige gute Objektive für diese Kamera vorhanden und auch die Bedienung ist wie bei den größeren Schwestermodellen sehr einfach und sehr vielfältig. Das ist jetzt nicht die GX9, ich zeige es absichtlich, denn ich hatte lange bevor ich Lumix Ambassador geworden bin, die Lumix LX3, eine kompakte Premium-Kamera, mein eigen genannt. Und das sind Bilder, die an der amerikanischen Ostküste aufgenommen worden sind. Die Bilder mag ich heute noch sehr gern. Und wenn man bedenkt, dass das wirklich mit einem sehr, sehr kleinen Sensor aufgenommen worden ist, sind diese Bilder für mich nach wie vor ein Beleg dafür, was für hervorragende Kameras Panasonic baut. Schade, die habe ich irgendwann, glaube ich, verschenkt. Und tut mir heute noch leid. War einfach eine tolle Kamera, sehr kompakt. Und wunderbare Einstellmöglichkeiten. Einfach eine tolle Kamera. Auch das mit der Lumix LX3 aufgenommen. Tja, und jetzt kommen wir zu einer anderen Kamera, die es heute schon wieder in einer völlig neuen Variante gibt. Und zwar die FZ1000. Das ist die FZ1000 in der ersten Version. Mittlerweile gibt es eine Mark II. Und da höre ich ja oft, Urlaub und diese Bridge-Kameras, kann ich denn damit wirklich kreativ arbeiten? Bekomme ich die Qualität, die ich haben möchte? Schauen Sie sich das Bild an. Also mir würde das für eine hervorragende Architekturaufnahme einfach ausreichen. Die Sachen wurden in Photoshop begradigt und dann noch ein bisschen bearbeitet. Aber die Qualität dieses 1-Zoll-Sensors ist einfach überragend. Auch das aus dem fahrenden Zug aufgenommen. Sie sehen jetzt in den oberen Bildbereichen, da es durch eine Glasscheibe aufgenommen worden ist, natürlich ein paar Flecken, ein paar Unreinheiten. Die habe ich jetzt extra drin gelassen. Aber das ist aufgenommen worden in einem fahrenden Zug. Fokussiert wurde quasi auf den uns entgegenkommenden Zug. Auch das hat mit dieser Kamera wunderbar funktioniert. Eine weitwinklige Aufnahme mit der FZ1000 in der Wüste in Dubai.
Und aber nicht nur Landschaft geht, es gehen natürlich auch wunderbare Aufnahmen hier mit dem entsprechenden diesigen Licht, was bei diesen hohen Temperaturen hier in dem Fall in Abu Dhabi entstanden ist. Ja, einfach das auch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit der FZ-1000 entstanden. Einfach eine großartige Kamera, die es ja, wie gesagt, schon in der zweiten Version gibt. Sehr empfehlenswert. Und hier sieht man die GX9 im Einsatz in Italien. Auch wieder eine Reisefotografie, auch wieder auf einem Workshop entstanden in Venedig. Diesmal die GX9 mit dem 50 auf 200 Teleobjektiv. Da konnte ich gar nicht anders, der hat mich auch nicht vorbeigelassen, der wollte unbedingt fotografiert werden. Durchs Fenster, ich bin jetzt nicht der reine Street-Fotograf, durchs Fenster im Café Florian fotografiert und entstanden diese Porträtaufnahme. Das ist eine Aufnahme, die auf den Kanarischen Inseln entstanden ist. Das ist hier auf Teneriffa in Santa Cruz entstanden. Da hat mir einfach sehr gut gefallen, dass ich diese monochromen Farben habe und der Durchblick quasi wie ein Fensterblick in die weite Welt hinaus funktioniert. Das ist die Oper in Santa Cruz. Ja, hier auch nochmal eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit der GX9 entstanden und dem 10 auf 25. Wie gesagt, ein hervorragendes Objektiv, das ich auch nicht mehr missen möchte. Eine Landschaftsaufnahme auch ich glaube, es ist Lanzarote entstanden. Dasselbe Bild gibt es jetzt auch nochmal in Hochformat, aber mir gefiel hier einfach das querformatige Bild besser. Einfach lediglich noch in Photoshop bearbeitet. Ansonsten keine weitere Bearbeitung. Ja, und natürlich kann man mit der GX9 auch Porträt- und Fashion-Fotografie machen. Das ist vor ein paar Jahren entstanden in Portugal an der Küste, 2018, und zeigt, wie gut die Kamera auch bei Gegenlicht arbeitet. Und sehr gut, und das ist immer das Problem bei Gegenlicht, sehr gut einstellbar ist, wie ich und wo ich die Sonne haben möchte und wie weit sie zum Beispiel das Modell beleuchtet. Eine Aufnahme, die entstanden ist mit der GX9 in Marrakesch, auch mit einem Teleobjektiv. Auch Marrakesch, wieder von einer erhöhten Position aus. Das 50 auf 200 im Einsatz kurz vor dem Atlasgebirge, das ist hier Marrakesch und man sieht, wie schön die Entfernungen quasi sehr plakativ zusammenkommen und diese silhouettenhafte Ausarbeitung ermöglichen. Ja, Marrakesch, Störche von der Mogi. Einfach sehr gutes Handling der Kamera und das nochmal hier die FZ1000 im Weitwinkelmodus. Einfach ganz hervorragende Kamera, super Abbildungsleistung und auch die Farben sind einfach 1A. Ja, dieses Bild gibt es in zwei Varianten. Das ist aus Kuba und ich zeige Ihnen, was ich gerne mal mit der Reisefotografie mache. Das ist die Aufnahme des chinesischen Viertels in Havanna. Und hier gibt es eine Bearbeitung von mir, die ich mit Kamera-Bag gemacht habe, um das Ganze ein bisschen auszuschauen zu lassen wie in den 50er, 60er Jahren. Gut, man müsste jetzt hier, wenn man so weit geht, natürlich den Kinderwagen oder die Personen rausretuschieren, weil das ist zu modern. Und auch dieses Auto, was in der Mitte unter dem Torbogen durchfährt, ist einfach zu modern für die Szenerie. Aber das ist die Frage, ob man sowas überhaupt machen möchte, wenn man authentische Reisefotografie macht. Hier auch nochmal ein paar Aufnahmen mit der FZ1000. Auch vom Dach, ein Blick über Havanna. Eine ganz hervorragende Reisekamera und auch das hier vom Dach eines der größten Hochhäuser in Havanna runter auf die Straße. Einfach eine wunderbare Kamera, die sehr viele kreative Möglichkeiten bietet und dem Nutzer, auch wenn es jetzt nur ein 1 Zoll Sensor ist, unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Idealer Reisebegleiter. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wir sind am Ende angelangt und ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, gehen Sie einfach auf meine Seite, auch zu den Kameras oder zu meinen Bildern selbst und schreiben mir eine E-Mail. Ich werde es natürlich gerne beantworten. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und danke für die Aufmerksamkeit. Musik